So, Kennwort eingegeben und los geht's. Top 10 heute, 10 verrückte Verbrechen gelöst dank Google Street View. Nummer 10, ein Nachmittags-Handjob im Piccadilly District, Manchester, England. 2013 erwischte ein Google Street View Kamerawagen ein Pärchen bei einem besonders erotischen Moment in einer Hintergasse. Das Ganze im Rotlichtbezirk der englischen Stadt Manchester. Vermutlich handelt es sich bei der Frau um eine Prostituierte. Sie trug, wir sehen's hier, Leggings mit Leopardendruck. Ganz eindeutig. Schaut mal her, hier gibt es noch eine nähere Aufnahme von diesem ganz besonderen Moment. Zum Glück wurde dieses doch schockierende Bild schnell von Street View entfernt. Weiter zur Nummer 9, eine Kindesentführerin in Athol, Massachusetts. 2009 kidnappte eine gewisse Rose Maltese ihre 9 Jahre alte Enkeltochter Natalie und drohte den Eltern des Mädchens, sie würden ihr Kind nie mehr wiedersehen. Die Eltern riefen die Polizei und die waren in der Lage, Natalies Standort über ihr Handy zu tracken. Es zeigte sich, dass Oma und Enkelin die Staatsgrenze nach Virginia überquerten. Dann gaben die Beamten die neuesten Koordinaten mal bei Street View ein und siehe da, sie befand sich am Ende des Tages in einem lokalen Hotel. Die Virginia State Police wurde informiert und tatsächlich, Oma und Enkelin konnten dort von den lokalen Behörden aufgefunden werden. Das verängstigte Kind konnte wieder zurück zu den Eltern. Nummer 8. Öffentliches Urinieren in Maine-et-Loire, Frankreich. Als ein Franzose da von Street View beim Peace-In fotografiert wurde, könnte man meinen, dass er Ärger bekommen würde. Doch es kam anders. Der Mann verlangte von Google eine Entschädigung von 10.000 Euro, da er sich in seiner Privatsphäre beschnitten fühlte. Er behauptete, dass er zur Lachnummer des ganzen Ortes wurde, nachdem Einheimische ihn auf Street View 2010 identifizierten. Doch er verlor den Fall und musste an Google Frankreich auch noch eine Strafe von 1.200 Euro abdrücken, da er fälschlicherweise die französische Niederlassung vor Gericht zerrte und nicht das US-Mutterunternehmen Google Incorporated, die eigentlich zuständig waren. Dumm gelaufen. Donnerwetter. Nummer 7. Handy in der Socke. Goadby, Leicestershire, England. 2015 kidnappte ein gewisser John Spence den Geschäftsmann Sander Cokelary in einem ausgeklügelten Versuch, Geld aus ihm rauszuholen. Spence glaubte, dass sein Kollege Cokelary noch Geld schulden würde. So gab er sich entsprechend aus, fesselte Cokelary an einen Baum, bedrohte ihn mit einem Luftgewehr und forderte 2000 britische Pfund. Die ganze Zeit versteckte dabei allerdings Cokelary sein Smartphone in einer seiner Socken. Als Spence ihn dann zurückließ, damit er mit Cokelarys Karte Geld abheben kann, benutzte Cokelary Google Maps, um seinen Standort zu ermitteln und schickte einen Screenshot an seinen Boss. Der kontaktierte dann prompt die Polizei, die dann mit Hilfe von Google Street View Cokelary fanden und in Sicherheit bringen konnten. Spence hingegen wurde verhaftet und später schuldig gesprochen. Erpressung, Kreditkartenbetrug und Kidnapping macht 8 Jahre Knast. So, da geht's rein. Und wir gehen weiter zur Nummer 6, Verfolgungsjagd in Novi Sad, Serbien. Zwei Serben dachten, dass ein kleiner Raub die perfekte Methode für schnelles Cash sei, doch sie irrten sich. Im Oktober 2013 beobachteten sie ein Juweliergeschäft in Serbiens zweitgrößter Stadt Novi Sad. Doch Fußgänger wurden skeptisch und riefen die Polizei, die kam auch und aus der Angelegenheit wurde eine spektakuläre Flucht mit Verfolgungsjagd. Zufälligerweise war zur gleichen Zeit nämlich auch ein Google Street View Kamerafahrzeug am Start, das alles festhielt. Ist natürlich schön, dann hat man direkt ein paar Beweisfotos für den Prozess später. Nummer 5, ein Drogendeal in der South Winston Avenue, Chicago, Illinois. Ja, die South Side von Chicago ist ein berüchtigter Hotspot für Drogenmissbrauch und 2008 wurde dank Google ein Drogendeal gleich mal aus 9 unterschiedlichen Winkeln fotografiert und festgehalten. Das Kamerafahrzeug hat die Dealer und Käufer nicht abgehalten, das verbotene Geschäft mitten auf der South Winston Avenue durchzuziehen. Auch das Nummernschild des Fahrzeuges ist in einigen Aufnahmen deutlich zu sehen. Leider wissen wir nicht, ob die Cops diesem Hinweis nachgegangen sind, aber ich gehe mal stark davon aus. Nummer 4, der sexgeile Pimp irgendwo in England. Eine Frau aus Großbritannien erwischte ihren Ehemann beim Fremdgehen, richtig, dank Google Street View. Sie entdeckte dort tatsächlich ihren Range Rover vor dem Haus einer fremden Frau. Der war nämlich besonders auffällig durch die aufgepimpten Radkappen. Da sind sie. Der Mann versuchte sich noch rauszureden, er sei auf einer Geschäftsreise gewesen, doch die Frau reichte die Scheidung ein, inklusive der stichhaltigen Beweisfotos. Die Unterschrift sitzt und damit erledigt. Nummer 3, Entführung im Bereich der Provinz Sichuan, China.
1990 wurde der fünfjährige Lu Gang gekidnappt und an eine Familie verkauft, die fast 1500 Kilometer weit weg wohnte. Alles, was dem Kleinen blieb, waren Erinnerungen und die Hoffnung, dass er seine Familie eines Tages wiedersehen würde. 23 Jahre später postete er die Erinnerungen, die er an seine alte Heimatstadt hatte, in ein Online-Vermisstenforum. Die Community half dann, einen Bereich südlich von Sichuan ausfindig zu machen, den sich dann auch Lu via Google Street View einmal genauer ansah. Und tatsächlich war es die Guizhou-Provinz und auch das Haus seiner Kindheit konnte er identifizieren. So gab es schon bald ein emotionales Wiedersehen mit seiner Familie. Nummer 2. Bewaffneter Raubüberfall in Johannesburg, Südafrika. Hier auf der Junction Road machte der Google-Wagen ein Foto mit einem weißen BMW mit geöffneter Tür. Davor ein Van der Sicherheitsfirma ADT. Im zweiten Foto sieht man dann auch, wie die zwei Kriminellen ihre Waffen auf den Sicherheitsmann richten. Anschließend nahmen sie dann auch noch seine Waffe weg und ergriffen dann die Flucht. Die südafrikanische Polizei verbreitete anschließend die Fotos auf Social-Media-Plattformen, um die Täter ausfindig zu machen. Und die Nummer 1. Schlechtes Karma in Oklahoma. 2011 kam eine Frau aus Oklahoma City nach Hause und musste feststellen, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Doch das war nur das geringere Problem. Die Einbrecher lauerten ihr auf und bedrohten sie mit einer Schusswaffe und einer sagte: "Ich glaube, mein Karma wird mich wieder einholen." Egal, was er genau damit meinte, auf jeden Fall hatte er recht, denn sein Karma war nicht gnädig. 3 Jahre später waren die Einbrecher auf Google Street View zu sehen, vor dem Haus des Opfers. Das Foto wurde am Tag des Verbrechens gemacht. Die Oklahoma State Police übernahm den Fall dann ab hier. So umstritten Google Street View auch ist, hier konnte es wirklich weiterhelfen und sind wir mal ehrlich, missen möchte es heutzutage eigentlich niemand mehr. Ist einfach praktisch. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Pärchen doch auf offener Straße ihren Spaß haben. Handjobs, Blowjobs, Doggy-Style und plötzlich fährt der Kamerawagen vorbei. Auf meinem Zweitkanal Strengheim gibt's noch ein spannendes Video. Versteckt Google Earth Alien-Objekte. Da gibt's einige abgefahrene Theorien. Schaut es euch an und abonniert auch Strengheim. Viel Spaß mit den Videos. Danke und auf Wiedersehen.